herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Heute ist hier Großkampftag. Ich habe ein bisschen was auf dem Zettel. Nummer 1, wie ihr seht, ist erstmal Ballen wegbringen. Ich lade mit dem IRC jetzt auf und dann die sollen 10 Stück auf dem Wagen eben. Den Wagen habe ich mir wieder ausgeliehen, weil mein Plattwagen ja noch voll ist und da kriege ich auch keine 10 Stück mehr drauf. Also würde ich kriegen, aber das ist mir zu, ja, zu heikel. Erstmal, weil der Gummiwagen noch ein Tick kürzer ist und der hat auch schmalere Räder drauf. Der wird ein bisschen kopflastiger, wenn du auf der Pyramide oben auch noch zwei, also quasi vier Beine drauf machst. Dann ja, war mir das so lieber. Davor ist der 611er und dann wollen wir heute eigentlich auch noch Gülle fahren und Mischstreuen. Mal gucken, wie wir das alles schaffen. Gut, dann fange ich mal an. Gucken, ob das mit einer Hand so geht, sonst muss ich euch gleich mal irgendwo festmachen. Das eben mal schon wieder gemerkt, dass A und O meiner Meinung nach ist bei Rundballen, dass man ihn nicht zu fest presst. Naja, also ein Ballen war dabei, der war fester gepresst. Vielleicht war das der Anfangsballen oder so, wo, noch, ja, wo wir noch eingestellt haben. Der roch, finde ich, also er roch nicht schlecht, auf keinen Fall, das ist auch noch Top-Futter. Aber ich fand, die loser gepresst waren, sind halt noch mehr durchgelüftet und riechen noch besser. Das ist meiner Meinung nach beim Rundballpresser A und O. Wie gesagt, habe ich ja schon mal erzählt. Ich presse lieber 5 Ballen mehr und bezahle den Pressenfahrer 5 Ballen mehr, anstatt dass ich dann schlechteres Futter habe. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen weniger Platz im Stall, weil ich mehr Ballen habe, aber ja, dafür Top-Futter. Zumindest mache ich das die letzten Jahre so, damit fahre ich eigentlich immer ganz gut. Ja, und dann schiebe ich mit der Hand da gleich noch ein bisschen hin. Und wäre das. Okay, so, ich knipse gleich nochmal wieder an, wenn wir noch ein paar drauf haben.
Gut, so, ich mache das jetzt doch anders. Der Plattwagen ist so lang genug, dass ich hinten auch noch einen drauf machen kann. Oder zwei, besser gesagt. Ja, eben umgeklappt. Den Spanngurt habe ich jetzt hier vorher schon dran gemacht. Dann kann der so über hin, dann habe ich den hier eingehakt. Und jetzt liegt der Ballen da so quasi drauf. Den ruschel ich mit der Handkleiner eben einmal richtig hin. Hier kommt einer rauf. Drei Spanngurt über hin. In der unteren Reihen einer, oben rüber einer, da ist es fest. Gut, so einer noch eben runterwerfen, rausrollen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, noch weil diese olle Kante hier ist. Früher oder später kommt das vielleicht ja auch noch plan. Aber im Moment geht es halt nicht anders, ja, weil ich zu wenig Platz habe, wie immer. Gut, in der Mitte liegt schon mal eben. Den haben wir jetzt hier unsere Klappe gemacht. Der hält die Klappe jetzt auch noch ein bisschen mit hoch. Falls dann mal irgendwie ein Schlagloch kommt oder so und die ein bisschen die Ballen wippen sollten, dann kann die nicht nach unten hin wegknacken. Das ist auch nicht mein Anhänger. Deswegen soll es ja immer ein bisschen sicher sein. Zum einen natürlich und ja, soll nichts kaputt gehen. Gut. Achso, Ratschen muss ich eben haben. Wo bist du? Hallo? Da. Leer. Jetzt muss ich mich hier noch irgendwie ein bisschen rausrangieren und dann geht es wieder Richtung Heimat. Oh, da kommen wir ganz schlecht. Luki, mal nie so schlecht gesehen. Naja, den Rest filme ich lieber nicht. Wieder zu Hause angekommen. Anhänger, wie gesagt, leer. Haben wir die erste vom Zettel schon mal abgehakt. Und da steht die zweite Sache schon mal. Und zwar Miststreuen oder Gülle fahren, das weiß ich noch nicht. Also Miststreuen habe ich mir eben ausgeliehen. Der passt wirklich top hin an die ERC, würde ich sagen. Ich würde den auch gar nicht unbedingt in den 611er machen, weil der keine Rutschkupplung hat. Und wenn da dann doch irgendwie mal ein Fremdkörper drin ist, dann ja, mal das einmal rabom und dann ist er den kaputt wahrscheinlich. Wo war ich? Also dann mal das einmal razong, wenn da keine Rutschkupplung und der Fan davor ist. Und dann ja, ist das Ding kaputt wahrscheinlich. Und der ERC, wenn da dann irgendwas kommt, dann geht er wahrscheinlich aus. Oder man merkt das vorher, wenn der irgendwie schwer dreht. Das ist dann halt der Vorteil. Und ja, für so einen Streuer brauchen wir auch nicht unbedingt so viel Leistung. Kann ich nur ein bisschen Sprit sparen. Bisschen Bodendruck reduzieren hat eigentlich nur Vorteile, meiner Meinung nach. Ich muss meinen Nachbarn nochmal eben gleich fragen, ob er Zeit hat, dass ich mir den Pferdemist eben wegholen kann. Oder ich hole mir dann gleich eben das Güllefass schon mal.
Herrlich. So, geht los mit Gülle fahren. Erstes Fass habe ich ihm schon weggebracht. Funktioniert alles gut. Da habe ich jetzt noch nicht gefilmt. Muss ich erstmal alles gucken, wie das läuft. Aber geht gut. So, sieht man das da vorne? Voll in der Gülle-Kolonne mit drin. Ganz vorne vor uns ist ein John Deere mit Gülle-Zubringer. Dann genau vor uns ist gerade ein Klaas, so ist das Axion. Weiß ich nicht, so einer mit rum, hinten auf jeden Fall. Mit einem dicken Ausbringfass. Und dann komme ich mit einer dicken 8 Kubiktonne. Wir haben natürlich das Beste gespart, also klar. Geht reell los, wie wir mit Gülle fahren jetzt. So, ansaugen. Schlauch habe ich schon mal eben rangemacht, das geht sonst mit einer Hand etwas blöde. Dann machen wir einmal Zapfenkupplung. Dann legen wir die Geschwindigkeit ein. Ich mache mal 540er Welle. Einmal anlassen. Handgas. Dann einmal Beschleuniger anmachen. Also Druck aufs Steuergerät geben. Pumpe steht schon auf Ziel und jetzt einfach. Los geht die Reise. Aber ich würde sagen, ist ein schönes Gespann. Passt gut zusammen. 8 Kubik, Kotte gerannt fast. Achso, ich zeige gleich nochmal eben, wie das alles zusammengebaut wird. Der eine oder andere kennt das ja vielleicht nicht, der auch nicht aus der Landwirtschaft ist oder noch nie einen Güllefass in der hatte. Wie das alles funktioniert, zeige ich gleich mal eben, wie das angeschlossen wird. Ein Stück angekommen. Jetzt einmal in einer anderen Reihenfolge quasi. Pumpe einmal auf Drücken stellen und im Grunde jetzt wieder Zapfwellers anmachen und dann mache ich gleich das Steuergerät auf Druck, dann geht hinten der Schieber auf. Chain, dann wieder 540, Zapfwelle an, ein bisschen Drehzahl, dann lassen wir jetzt ein bisschen pumpen, dass er Druck kriegt auf den Kessel. Legen dabei schon mal einen Gang ein, ich will jetzt erst die Straße fahren, das geht jetzt gut. Schon mal langsam los, Steuergerät auf Kopf. Und dann geht's schon los. Dann ziehen wir hier Stück für Stück unsere Bahn. Ja, Licht. Right. So, Pass ist leer. Ich hab's eben leider nicht gefilmt gekriegt. Dann puste da halt nur noch so ein bisschen. Ja, Luft raus, dann sieht man dann, dass das leer ist und dann ziehen wir hier an unserem Bentel schon mal auf Saugen. Steuergerät nach vorne, entlaste, dann geht der Schieber zu und weiter geht's. So, und nach jeder wahrscheinlich jetzt sich die Frage stellt, wo ich die Gülle herkriege, also das ist nicht meine, die hole ich von dem Betrieb, wo ich auch melke. Ja, da kriege ich die diesmal her, das Fass ist der Aufwand. Dann ist die Frage auch schon mal geklärt. Und schon mal der erste Einsatz auch für die neue Kuxan Agrarbrille. Das ist die verspiegelte, die teste ich jetzt gerade mal ein bisschen. Also ist noch nicht bedruckt, das ist noch der Rohling, das Muster. Das, ja, mal gucken, wie sich das so macht. So, zwei Teile oder zwei Nachteile habe ich jetzt im Moment. Ja, was ist Nachteil? Zwei Sachen, die nicht so schön sind. Erstens mal, die Grube ist relativ leer. Deswegen habe ich relativ viel Schaumbälle im Fass. Ich lasse die Turbobefüllung zwar noch ein bisschen nachdrücken, aber das Fass kriegt man ja trotzdem nicht so voll, als wenn das, ja, wenn man das zum Beispiel aus dem Hof oder aus dem Behälter halt raussaugt, dann drückt sich das Fass ja selber fast voll. Und das Radio spinnt irgendwie, ich weiß nicht warum. Das wäre natürlich auch schön, wenn das jetzt gehen würde. Ich kann es aber eben machen. Oh, vielleicht, wahrscheinlich geht es jetzt. Hey, jetzt hört man gerade gar nichts. Sonst habe ich das immer, ich habe meinen Bluetooth-Dödel da, dann kann ich das mit meinem Handy verbinden und dann habe ich meine, da jetzt, dann habe ich meine Playlist, aber dann geht das 5 Sekunden und dann piept das nur noch. So geht das, dann kann ich das Radio einmal ausmachen, wieder an
dann geht es wieder 5 Sekunden und dann fängt er wieder an zu piepen. Keine Ahnung, was das soll. Also falls jemand das schon mal hatte oder weiß, warum das so ist, kann er ja mal eben in die Kommentare schreiben. Aber früher oder später kommt ihr sowieso noch ein anderes. Einmal schalten. Kommt ihr auch noch ein anderes Radio rein. Kann ich euch hier so hinhängen oder so oder hinten malen.
Das sind dann ja auch ganz gute Perspektiven, denke ich. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, das ist ein bisschen lauter hier, ich schreie die ganze Zeit schon. Nee, aber ich hole jetzt das vierte Fass, das läuft soweit. Wie gesagt, finde ich ein schönes Gespann, das geht gut. Alles klar. Und Prof, komm auf. Guck dir mal an, wir haben Plan. Ja. Irgendwie kommt am Ventil was raus, da zischt irgendwie. Ja, scheiße. Mal eben gucken, ob ich ihn. Bin zum Glück noch gerade vom Hof weggefahren. Eben Luft herkriegen, mal eben aufpumpen. Mal gucken. Eigentlich wollte ich noch keine neuen Reifen drauf machen. Mal gucken. Ja, vielleicht ist nur das Ventil von mir schaffen. Ich hole mal eben Luft. Was? Ich glaube nicht. Also, es läuft im Moment wieder. Was heißt im Moment? Wir haben jetzt gerade mit einem anderen Trecker und Rücklaufanlage eben aufgepumpt. Mir scheint das so, als wenn das Ventil undicht ist, beziehungsweise der Schlauch innen drin Riss hat und das am Ventil dann rausläuft, austritt. ja. Ob ich jetzt zum Reifenhändler fahre und den einmal abziehen lasse und dann ein neues Ventil reinmache oder einen neuen Schlauch. Ja. Ja, neue Reifen finde ich im Moment noch nicht so geil. Das mag mein Portemonnaie noch nicht so. Ja, mal gucken. Außer von einem bekannten Reifenhersteller, irgendjemand schaut gerade zu und kann mir ein angenehmes Angebot machen. Dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Alter, ey, was ein Pisstag, ey. Naja, dass der Reifen da Luft verliert, das kannst du immer haben, ne? Nicht so, also, nicht so schlimm. Klar ist das schlimm, ist scheiße. Da muss ich unbedingt bei. Und eben war ich dann hier. Wir haben einen anderen Träger mit dabei gehabt, man sieht glaube ich schon wieder nichts. Der ist mir eben hinterher gefahren und wir haben einmal auf dem Weg noch einmal Luft nachgepumpt. So, hier auf dem Stück angekommen, eben fast leer machen, habe ich gedacht, ja, Pustekuchen, kam gar nichts aus dem Prallteller hinten raus. Ja. So, Arschlenk, ich mache das jetzt mit meinem Handy, da ist die Qualität auch noch besser, sehe ich. Also, nochmal von vorne. Ich wollte das Güllefass leer machen. Ja, ging nichts, weil da die ganze Sägespäne nach unten gesackt ist und vorm Auslass lief, Auslass lag. Ja, dann alles auseinandergebaut, auf Saugen gestellt, ein paar Mal reingesaugt und ging zuerst auch nicht. Irgendwann hat es dann geklappt und dann hier Prallteller wieder ran, auf Drücken gestellt und dann ja, wurde es irgendwann leer. Jetzt ist das, also Handy habe ich da, keine Ahnung wie spät. Ja, kein Bock mehr. Ich schnalle jetzt eben schnell das Güllefass hier ab, das lasse ich hier stehen, das wird morgen eben abgeholt. Fahr den Träger rüber, dass der hier nicht auf dem Grünland steht und dann wird er da irgendwann verarztet. Und dann gehe ich duschen und dann mache ich gar nichts mehr. Oh, was ein Tag. Hätte so schön sein können. Bisschen Gülle fahren, bisschen Mist fahren, bisschen Heu ausliefern. Oh, fuck. Oh, ich wollte Anni eben noch zeigen, wie das Güllefass angebaut ist und welche Funktion das wo hat. Ja, da komme ich jetzt leider nicht mehr zu, weil das erst ein Stück duster ist und ich das Güllefass eben schnell abbauen muss, ja. Damit der Träger hier wegkommt. Das holen wir auf jeden Fall nach. Ich habe das fast ja wahrscheinlich nochmal wieder. Erstens ist das Grünland ja nicht fertig geworden mit Vollfahren. Und zweitens, nach jedem Schnitt Gras fahre ich ja nochmal Gülle. Dann zeige ich das auf jeden Fall auch nochmal. Nächster Tag und ja, was ein trauriger Anblick. Ich könnte weinen. Naja, mal gucken, was der Reifendienst sagt. Mein Nachbar war eben hier, also er sagt, er hat noch solche Decken liegen. Das sind ja, meine ich, in der neuen Größe sind das 25-70 oder so. Da sind, was habe ich jetzt gesagt, 20.8 R38 gerade drauf. Er sagt, er hat von seinem alten Träger, den er verkauft hat, hat er noch zwei Stück liegen. Wenn ich die haben will, soll ich mich mal eben melden. Wäre wahrscheinlich schöner als neue kaufen. Aber wie gesagt, ich gucke mal, ob der Schlauch dann nur kaputt ist oder was damit los ist. Aber weiter im Text, wenn wir keine Gülle fahren können, dann streuen wir zumindest Mist. Ich bin heute Vormittag schon angefangen. Hier die große Fläche, der eine Hektar ist fast fertig. Ich denke mal, da kommen jetzt noch vielleicht zwei Streuer hin. Und dann mache ich den halben Hektar eben noch. Der IRC steht hier. Eine Fuhre ist da schon drauf. Den Mist, das ist Pferdemist, den hole ich von meinem Nachbarn. Den streue ich hier dann einmal schön dünn rauf. Letztes Jahr, muss ich sagen, wäre noch ein bisschen besser. Da war der noch ein bisschen verrotteter. Und ist etwas mehr Heu diesmal drin, aber alles halb so wild. Das ist alles okay. Ich streue das einmal schön dünn aus. Dann läuft das.
Achso, das Güllefass steht hier noch. Das hatten wir hier gestern abgebaut, habe ich ja gesagt. Da muss ich mal gucken, ob ich gleich mal eben Vario holen und den damit wegziehe. Und dann vielleicht noch eben das Vollfahr hier. Muss ich mal gucken. So, ich ist vorgewendet. Hier steht es ein bisschen dicker, das Gestreute. Aber so wie hier ist es ungefähr. Aber ich glaube, ich muss echt mir nochmal einen eigenen Mischdreier kaufen. Mal gucken. Ich will hier sowieso noch einmal striegeln, dann kommt das auch noch ein bisschen besser in die Grasnarbe mit rein. Aber ich denke mal, so sieht das ganz gut aus. Da findet man von dem restlichen Heu auch nicht mehr viel drin, was im Mist ist. So mache ich das weiter. Gut. Dann nehme ich euch jetzt mal hier mit. Im Grunde geht das Fahren ganz gut. Bis auf da ist ja auch so ein nasses Loch immer. Da sieht man gar nicht da. Einmal ist der Mischstreuer leider ein bisschen durchgedrückt, da ist jetzt eine kleine Spur drin. Aber ansonsten geht das Fahren ganz gut. Ich lerne natürlich auch jedes Jahr ein bisschen mehr dazu. Und ich halte mich jetzt gleich schön aus den nassen Löchern raus. Da fahre ich gleich einen großen Knacker auf. Das kommt jetzt nicht auf einen halben Streuer an, dass ich da alles exakt hinkriege. Lieber irgendwo kein bisschen kriegen, aber dafür keine Spur reindrücken, habe ich gedacht. Okay, so. Erstmal die Zapfwelle an, lasse ich den Kranzboden ein bisschen nach hinten laufen, damit der Mist an den Streuwalzen kommt. Und dann fahre ich jetzt im dritten Straßenkragen, dann 1400 Umdrehungen ungefähr. Und dann geht das los. Ja, ich fahre so schon mal langsam im zweiten los, bis der Großteil Mist hinter den Walzen kommt. Und ich mache das jetzt immer so, da wo es trocken ist, fahre ich den meisten Mist erstmal hin, bis er noch ein bisschen auf dem Streuer ist, damit der Streuer schön leicht wird, und dann fahre ich so die nassen Ecken ab, dass er ja nicht gleich durchdrückt. Ich denke mal, das ist die beste Methode. So, jetzt geht's langsam los mit dem Streuen. Hier ist dann aber die nasse Ecke. Ich habe natürlich gestern auf Gülle noch gefahren. Im Dunkeln habe ich nicht ganz genau gesehen, wo ich aufgehört habe. Dann bin ich hier einmal doppelt gefahren. Und ja, da ist so eine kleine Spur leider gekommen. Das war etwas ärgerlich, aber naja. Zu verkrampft, das hatte ich auch schon mal schlimmer. So, jetzt geht's los. Hier eben einmal drehen. Hier eine Spur zurück und hier war da, wo der Schieber verstopft ist. Da kann man die ganze Grütze rausgessern. So, Zapfwelle. Schaffst du das, Brummi? Mann, jetzt, wa? Ja. Weil man sieht, der räuchert auch noch schön im Mist. Der ist richtig an der Gänge zu verrotten. Ja, und dann fahre ich meine Bahn.
Rolle. Ich denke mal, ein Streuer noch. Ah, ein Streuer wird vielleicht knapp. Ja, doch, ich denke mal, ein Streuer. Dann bleibt hier ein bisschen über. Aber dann haben wir es. Ja, hier ist ein bisschen dick geworden. Aber es ist das Vorgewinde. Aber sonst bin ich da nicht mehr zufrieden, denke ich. Ja. Aber man sieht noch, das erste Fass, das muss noch dickere Gülle gewesen sein. Hier ist ja auch eins draufgekommen auf die Hälfte, aber da sieht man fast gar nichts. Ja, aber ist so. Gülle ist auf jeden Fall damit draufgekommen. Also den Mist streue ich eigentlich vor allen Dingen, weil ich ein bisschen Humus im Boden kriegen will, dass der vor allen Dingen Wasser speichert. Also ich gehe da einfach mal von aus, dass das jetzt immer trockener wird die nächsten Jahre. Und dann möchte ich natürlich einigermaßen Wasser speichern und sparen. Und das geht natürlich mit Humus sehr gut. Und ja, dann will ich damit natürlich ein bisschen aufbauen. Und wenn ich jetzt nicht gerade ganz auf den Kopf gefallen bin, hat ein bisschen hohen C, also Kohlenstoffwert. Und dafür die Gülle noch, dass der CN-Wert ein bisschen angeblickt wird. Berichte mich, wenn ich das gerade nicht richtig sage oder im Kopf habe. Aber ich meine, dafür ist die Gülle noch gut, dass ein bisschen besser. Nicht nur zersetzt, sondern für den CN-Wert halt. Genau. Dann kommt hier, denke ich, auch noch mal Kalk drauf auf die Flächen. Und dann werden die noch gestriegelt. Mal gucken, nachsehen, vielleicht auch noch. Und dann kann es eigentlich schön wachsen bis zum Mähen. So. So ist immer mein Plan. Achso, und vielleicht ein bisschen Schwefel wollte ich vielleicht noch mal eben mit nachgeben. Das war schon mal Miststreuen für diesen Frühjahr. Also IAC hat wirklich top geklappt und gut durchgehalten. Der Miststreuer ebenso. Sieht natürlich von außen so ein bisschen klapprig aus, aber tipptopp in der Funktion. Keine Probleme gehabt. So, den mache ich gleich noch ein bisschen sauber von der Seite, das ein bisschen abkratzen. Einmal leer laufen lassen. Und ja, dann kann der wieder weg. So sieht das hier jetzt alles aus. Ich habe ja eben gesagt, eigentlich hätte ich gerne nochmal selber einen eigenen Miststreuer wieder selber. Wenn denn aber eigentlich, ja, ich denke mal eine Nummer größer, also so, dass der IAC den gut oder gerade noch gut packen kann, aber der auch gut vom 6.11er laufen kann. Und wenn denn eigentlich gerne nicht mit horizontalen Streuwerk, sondern vertikal oder mit Streutellern oder nur vertikalen Streuwerk, also dass du, ja, die Streuwalzen stehen hast, dann hat er noch eine bessere Breitenverteilung. Da musst du hier nicht immer so extrem Spur an Spur fahren. Das ist natürlich dann auch alles nur Bodendruck und Spuren, die man eigentlich dann nicht haben muss oder vermeiden könnte, besser gesagt. Gut, ich war eben noch am überlegen, ob ich den IAC mal eben vor das 8 Kubik Fass mache. Wenn ich das so sehe, das könnte sogar fast hinhauen von der Anbauhöhe. Mal auch Spaß eben oder so. Allerdings Gülle fahren, damit brauche ich nicht. Weil die Touren etwas weit dafür sind, aber ich guck mal. Ja. Vielleicht brauche ich es auch mal eben an. Ich guck gleich mal eben. Gut. Ich melde mir. Ah ne, eins wollte ich noch zeigen. Das habe ich gerade eben erst gesehen. Noch Volland Malheur. Und zwar beim 2D, der steht hier noch auf dem Boxenlaufstall. Wir haben ja gestern den Stapel was eben abgebaut und da sagte meine Freundin schon, irgendwie ist da so eine Lache unter. Also habe ich so sonst noch nie gesehen, das hatte der auch vorher noch nicht. Aber jetzt stand er wieder ein Tag und jetzt ist er wieder am Baiten was. Ja. Jetzt komme ich hier hin. Jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Fans alle keine Lust mehr oder was? Ja, weiß ich auch nicht, das muss irgendwie Diesel sein. Ich denke mal, dass hier ist er so ein bisschen nass. Das ist außer Einspritzpumpe gekommen, muss ich einmal richtig sauber machen. Ob da ein Schräubchen irgendwie sich lose gedreht hat, weiß ich auch nicht. Also es ist nicht doll, was da rausläuft, aber muss ja nicht sein. Ja, ich guck da mal nach. Wir wollen mal eben schnell das Güllefahren zu Ende machen. Also ich habe jetzt einen 7.18 Vario hier. Dann machen wir das damit mal eben schnell. Das sind ja nur noch zwei Fass. So. Einmal. Also ich erkläre das Anhänger jetzt, das kann ich jetzt ja mal eben machen. Das war nicht mit meinem Träger, aber im Grunde ist das ja alles das gleiche. Handbremse erstmal los. Mal ins Zoff mal einfahren. Schließt nicht von alleine, machen wir gleich. So. Ich glaube, zumindest eben ging das. Ah, jetzt geht er wieder. Hä?
da schon lange nicht mehr im Vario. Warum geht das im Moment nicht? Moment mal. Einfahren. Gut, mache ich den schon mal eben zu. Mir geht er automatisch gerade nicht. So, das war das. Wir stellen dann schon mal eben auf die ganzen Steuergeräte ein. Irgendwie will der Touchscreen. Doch, halbwegs. Doch nicht. Will das jetzt nicht hier so, wie ich will. So, Steuergeräte will ich. Da will ich hin. Erstmal rote brauchen wir. Erstmal müssen wir alle freischalten. Hallo? Irgendwie geht das gerade nicht, aber ich weiß nicht warum. Ah! Vielleicht Steuergeräte mal entsperren. Das ist die neue Technik. Bei meinem alten erziehenden Hebel an geht das. Ist ja schon so lange nicht mehr auf dem Vario. Katastrophe. So, also einmal entlasten. Da ist gerade eine Uhr drin. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das gelbe Steuergerät noch. Oder ist das Oberlenker gerade? Nee, der ist frei. Gelbe Steuergerät einmal nach vorne. Ist das auch entlastet. So, dann für einen Beschleuniger. Nehmen wir ein bisschen weniger Ölmenge. Ich glaube 45 hatten wir früher sonst immer. Irgendwie der Touchscreen hat irgendwie einen weg gerade. So, 45, oder machen wir 44 auf Plus. Da muss dann eine Uhr rein auf unendlich, müsste gerade sein. Ja, auf unendlich. Das wäre es, glaube ich. Hier erstmal. Rot und Gelb haben wir. Dann gehen wir eben raus. Ja, fangen an zu piepen. Dann kurbeln wir erstmal eben hier Schlittfuß hoch. Das mache ich mal eben schnell, da brauche ich ja nicht bei Film. Oder? Schlittfuß ist hoch und Gelenkwelle habe ich schon mal eben dran gemacht. Das geht mit einer Hand auch blöde. So, jetzt kommen wir mal zu den Schläuchen. Wir haben hier insgesamt 3 Schläuche. Nehmen wir mal irgendeinen in die Hand. Nehmen wir den hier mal. Das ist Schieber. Das weiß ich einfach, weil ich das Glühfer schon mal gefahren habe. Ansonsten kann man natürlich auch so ein Schild dran machen oder einen Kabelbinder oder so. Oder halt die Leitung einmal nachverfolgen. Aber das hier geht ganz bis hinten durch, deswegen ist der Schieber. Den will ich jetzt aufs rote Ventil haben. Mache ich mal auf Plus. Ups. Wenn ich oben auf Rot Plus drücke, dann möchte ich hinten, dass der Schieber aufgeht. Dann kommt der da rein. So, da haben wir noch 2 Schläuche. Das ist für den Beschleuniger. Dieses Fass hat einen Beschleuniger oder einen Turbofüller. Das ist dieses nette Ding hier nämlich. Hier sitzt quasi eine Turbine drin, angetrieben von einem Ölmotor, deswegen die beiden Schläuche. Also hier wird die Gülle angesaugt und dann quasi in der Runde einmal beschleunigt und ins Fass gedrückt, dann füllt sich das Fass noch ein bisschen schneller. So, und zwar habe ich hier dann hier einmal die Druckleitung, die geht dann einmal durch den Ölmotor und das Öl muss natürlich irgendwo wieder zurück, das geht durch die Dicke dann. Also eigentlich ist zu 99% immer, wenn man irgendwie so eine dicke Leitung hat oder 2 Leitungen hat, die zusammengehören, ist die dickere die Rückleitung, weil natürlich lieber mehr Durchfluss zurück kann als hinkommt, damit das Öl keinen Gegendruck hat. Deswegen packen wir das jetzt auf Minus. Oben hatte ich auf 45 zurück eingestellt oder 45 auf dem Freiventil. So. Wenn das da reingeht, so, das ist die dicke und einmal die Druckleitung auf Plus. Man kann die natürlich auch andersrum betreiben. Ich kann natürlich auch in Dicke reindrücken theoretisch, aber wie gesagt, eigentlich ist das immer die Rückleitung, so ist das zumindest gedacht. Deswegen stelle ich das aufs Terminal auch immer so ein, dass ich, wenn ich den aus Versehen mal verwechsel, dass der dann weniger drückt als, nee, mehr zurücklaufen kann als drückt, beziehungsweise wenn ich das andersrum mache, kommt ja, nee, kann nicht wahr, da erzähle ich Quatsch, vergessen, vergessen, einfach vergessen.
Das war eigentlich schon der ganze Grusel. Jetzt kommt noch eben Steckdose ran für Licht. Und für die Pumpe haben wir hier noch einen Strick, dass man die während des Fahrens schon eben auf Saugen oder auf Neutral stellen kann. Und dann haben wir den schon angeschlossen. Also ist 8 Kubikfass, Auflauf gebremst. Noch ein Prallteller hinten dran, ist ja noch erlaubt. Ja. Das war eigentlich der ganze Grusel. So schlimm ist er da eigentlich gar nicht. Und gucken im Terminal, ob alles klappt. So, ich mache mal den Beschleuniger auf Plus. Hört man das an? Hier müsste der jetzt laufen. Handbremse an. Alles geklappt hat oder ist der Schlauch raus? Naja, da ist wahrscheinlich ein Stein drin. Eigentlich müsste der laufen. So, da war ein Stein drin. Ich habe ihn einmal ein Stück zurücklaufen lassen. Jetzt läuft auch, hört man ja. Und dann kann ich ihn hier auch eben absperren. Okay, das geht. Den wieder aus. Und ja, hier habe ich dann einmal Druck. Das sieht man hier auch, wenn ich da drücke. Rot mit hier. Das sind mein Schieber. Gut, und dann sind wir abfahrbereit. Also Gelenkwille, Zapfwille stehen noch ein. Ich denke mal, ich nehme 540E. Und dann kann ich das theoretisch, wenn ich das noch irgendwie zusammenkriege, hier irgendwo einstellen. Dass, wenn ich die Zapfwelle anmache, der gleich meine Motorgeschwindigkeit nimmt, beziehungsweise mir eine vorgewählte Zapfwellendrehzahl hingibt. Ich glaube, war das so irgendwie. Ich mache auf Go. Achso, auf Go muss ich natürlich erstmal hier in Automatik drücken. Dann habe ich den auf Go. Jetzt kommt er schon mal. Dann kann ich hier Minimum. Maximum. Das war irgendwie verkehrt. Das war doch hier drauf. Auto, TMS, da auf TMS, da haben wir es. Das brauchen wir. Jetzt auf Go. Ah. 420 Umdrehungen. Wie sieht das bei 540er Welle aus? Go. Umdrehen, das reicht mir nicht. Und dann kann ich das dann nicht hier einstellen. Genau, meine Mindestdrehzahl 1200 Motorumdrehungen. Die kriegt er dann immer, wenn ich auf Go drücke und die Zapfwelle aktiviert wird, hat er die Motordrehzahl dann. Und dann habe ich immer die gleiche Geschwindigkeit hinten am Stummel. Da brauche ich nichts mit dem Handgas einstellen und so. Ja. Muss man erstmal alles wieder zusammenkriegen, wenn man länger nicht auf Varo gesessen hat, dann ja. Dauert das wieder 2-3 Minuten, aber ja, im Grunde hat man das alles irgendwo hier drin. Das ist wie mit Fahrradfahren. Man fällt vielleicht oder schlingert erst ein bisschen, wenn man ein halbes Jahr nicht gefahren ist, aber dann hat man das schnell wieder drauf. So sieht's aus. So, an Abfahrt. Ich muss ja sagen, wenn man echt ewig und 3 Tage Gülle fahren musste, sonst irgendwelche Arbeiten machen musste, dann geht ja nichts über so einen neuen Trecker, ne? Aber ich muss sagen, wenn du nur so, ja, wie ich, ein paar Hektar mal eben vollfahren willst, dann schockt das mir zum Alten doch irgendwie mehr, muss ich sagen. Das hat doch irgendwie was, wenn man richtig was Handgerissenes in der Hand hat, aber ja. Aber ja, ich sag da auch nichts. Nein, ist auch mal ganz schön. Gut, wir sind da zum Ansaugen. Erstmal Handbremse, sonst funktioniert das nämlich mit der Zapfwelle nicht. Dann geht die wieder auf langsam, wenn man aufsteht. Neutral ist, machen wir Go, dass die Zapfwelle angeht. Dann stelle ich euch immer eben hin und ich hoffe, die Kamera hält durch, weil ich keinen Akku mehr habe. Lord.
das eben schon auf Saugen gehabt, also ich kann schon ein bisschen Druck aufbauen und jetzt machen wir noch eben unseren Turbobefüller an und jetzt warten wir, bis es fast voll ist. Fast voll und dann einmal in umgedrehte Reihenfolge, Zapfwelle aus, Schieber zu, Pumpe aufdrücken und Befüller wieder auf, aus und dann geht's weiter. So, beim Fahren, Handy, Moment. Herr Holst. Ja. So, beim Ausbringen, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie schnell ich fahren muss, weil ich das jetzt ja, wie gesagt, nicht ausgerechnet habe. Deswegen fahre ich jetzt ungefähr mal mit Pedal, was ich meine, wie schnell das ist. Und dann kann ich ja den Tempomat rausnehmen und dann einfach den Hebel nach rechts drücken. Dann übernimmt er meine Fußpedalgeschwindigkeit und dann passt es, denke ich. Ja, einfach nur Druck aufs Fass geben, gleich mit Go. Pumpe stehe ich schon auf drücken. Einmal Schieber auf und Gas. Nächster Tag, mein GoPro-Akku war eben, oder gestern leer, als ich das Fass weggebracht habe, jetzt nochmal eben Revue passieren lassen. Gut, also damit ist die Frühjahrsdüngung erstmal abgeschlossen, zumindest auf dem Grünland. Acker kommt ja noch. Ich hätte noch ein Fass mehr fahren können auf einer großen Fläche, aber ja, das wurde schon dunkel und ja, das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Außerdem wurde das auch nass. Ich habe gedacht, bevor ich dann eine Spur ziehe, bleibe ich da lieber weg, dann ist da halt ein Fass weniger Gülle hingekommen. Aber sonst hat das ja alles wirklich, na gut, fast gut geklappt. Wenn der Platten nicht wäre, dann muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Ich und mein Bruder haben gerade nochmal eben am Rasenmäher nach Teilen geguckt. Der soll einmal Ölwechsel kriegen, neuen Ölfilter natürlich und neue Zündkürze, die haben wir gerade bestellt. Dann geht das da auch noch irgendwann mit bei. Muss mal gucken, ob ich das filme, aber ich glaube eher nicht. Außerdem ist das erste Paket in unserer Packstation angekommen und zwar das kommt von Jonas. Du bist der glückliche Erste, der mir mein Paket zugeschickt hat. Falls jemand noch wissen will, wie das geht, steht alles unten in der Beschreibung, an was ihr das schicken müsst. Wichtig nur dabei nochmal zu sagen, ihr müsst mit DHL versenden, sonst geht's nicht. So, auf der Linse? Nee. Und das Paket Jonas wollen wir natürlich allen zeigen, ich hoffe, das darf man. Eigentlich steht da nichts drauf, was keiner sehen soll, hoffe ich. Also, einen schönen Brief schon mal. Moin Lukas und Christoph, ich verfolge deine Farmvlog schon sehr lange und warte immer sehnsüchtig nach dem nächsten. Ich und meine Familie machen Holz mit einem alten Eicher und John Deere. Mich fasziniert deine alte Technik und wie gut sie funktioniert. Mach weiter so und bleib gesund. Und hier nochmal ein schönes Bild von den beiden. Besten Dank, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass dir die Videos gefallen. Und er hat noch ein bisschen mehr geschickt. Ich habe das schon mal alles aufgerissen, als ich von der Packstation davor stand. Wir konnten das nicht mehr erwarten, das mal eben anzugucken. Hier ist eine schöne Kopflampe drin, wenn ich die jetzt mit einer Hand da so rauskriegen würde. Also hier ist das Band für den Kopf und hier die Leuchte. Ist ziemlich hell, muss ich sagen. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich mache ja gerne nächtliche Aktionen. So, und so ein rotes Licht ist auch noch mit bei. Besten Dank schon mal, tipptopp. Die werde ich mir auf jeden Fall, vor allem auf dem Heuboden kann man die gut gebrauchen, wenn man abends mal irgendwie noch kleine Ballen runterwerfen will. Da sieht man nämlich gar nichts, weil oben kein Licht ist. Tipptopp, danke. Ein schöner Kalender ist hier noch drin. Katastrophe hier. Ich hoffe, man kann das so sehen. Ein schöner Trecker-Kalender. Ich glaube, alles mit Case. Ja. Auch dafür danke. Also Case und Steyr ist ja alles eins. Ah ne, sind noch mehr. Buchen, die kenne ich überhaupt nicht. Anscheinend nicht nur Case, sondern auch Radlader. Gelradlader habe ich auch noch nie gesehen. Sehr schön. Und eine schöne Tüte Chippies. Die wühle ich mir, denke ich mal, gleich beim Schneiden rein. Besten Dank an dich, Jonas. Das soll es dann, denke ich, auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich fange jetzt an zu schneiden. Deswegen kommt das Video auch ein bisschen später jetzt. Nicht wieder am Wochenende, sondern heute ist Montag. Also Montagnacht irgendwann. Achso, und das kann ich vielleicht nächstes Mal einmal zeigen. Im letzten Video meinten ja viele, da ist so viel Werbung drin. Tut mir leid. Das kommt halt, weil ich das nachts immer hochladen lasse. Und ich kann vorher beim Einstellen nicht einstellen, wie viel Werbung da reinkommt. Deswegen macht YouTube das automatisch.
Und weil ich in der Nacht natürlich schlafe, lädt das Video dann hoch und YouTube packt da selber Werbung rein. Und ich komme meist abends erst von der Arbeit und gucke dann eben rein. Und da haben die meisten das dann halt schon geguckt. Und ja, dann lohnt sich das auch nicht, mit Werbung rauszumachen. Oder ich habe es dann halt schon gesehen, bevor ich da in YouTube-Studios reingeguckt habe und die Werbung rausnehmen konnte. Deswegen tut mir leid, aber ja, das ist halt so, weil ich das über Nacht hochlade. Und ich schneide auch immer ziemlich spät, weil ich sonst keine Zeit habe. Das ist nochmal eben die kleine Erklärung. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wenn ich das merke und gerade sehe, dass da viel Werbung drin ist, nehme ich die natürlich raus. Gut. Ja, das war's. Also, danke fürs Zusehen. Guck gerne bei Instagram auch einmal vorbei. Guckst dann unterstrich Agrarvideos und dann hoffentlich bis zum nächsten Vlog. Ciao.